willkommen in meiner kleinen Oase. Heute zeige ich euch, wie ich diese niedlichen Minion-Cupcakes hergestellt habe. Minions sind die kleinen gelben Helferchen aus den Kinofilmen Ich einfach unverbesserlich 1 und 2. Eigentlich waren sie nur als Nebenrolle gedacht, aber die Minions kamen so gut an, dass es in diesem Jahr sogar einen eigenen Kinofilm Die Minions geben wird. Und ich denke, wir fangen einfach gleich an und ich zeige euch als erstes, was ihr für die Cupcakes benötigt. Ihr benötigt natürlich Cupcake-Boden. Ich habe hier ein paar Bananen- und Schokobananen-Cupcakes mit Schokostückchen. Aber ihr könnt natürlich jede andere Geschmacksrichtung herstellen, die ihr möchtet. Ich habe mich nur für Banane entschieden, weil die kleinen Minions immer ganz niedlich Banana sagen. Ich habe in blauen Papierförmchen gebacken, da die Minions eine blaue Hose anhaben und ich später nur das gelbe Gesicht modellieren werde. Die Herstellung der Cupcake-Böden zeige ich euch in diesem Video nicht mehr. Das geht einfach analog zu dem Cupcake-Boden-Grundrezept, das ich euch bereits in einem anderen Video gezeigt habe. Das Video verlinke ich euch einfach in der Infobox. Und die Zutaten für die zwei Bananenvarianten sowie das schriftliche Rezept findet ihr natürlich wieder auf meiner Seite und das verlinke ich euch auch einfach in der Infobox. Dann benötigen wir zum Bestreichen der Cupcake-Böden noch eine fondant-taugliche Creme. Ich habe hier eine Ganache, einmal eine dunkle Ganache für die dunklen Cupcake-Böden und eine Ganache aus weißer Schokolade für die hellen Cupcake-Böden. Die Zutaten für die Ganache schreibe ich euch auch mit ins Rezept und ich verlinke euch in der Infobox auch das Video zur Ganache. Dort könnt ihr auch die Herstellung und alle Informationen zur Ganache nachlesen. Dann benötigen wir noch Fondant. Ich habe hier gelben Fondant für das Gesicht, weißen Fondant für das Auge, grauen und braunen Fondant für die Brille und die Iris. Und dann habe ich hier noch Lebensmittelfarbstifte von Dekobug. Die verwende ich, um die Pupille aufzumalen und um den Mund zu malen. Da könnt ihr natürlich auch Fondant nehmen, aber ich finde, mit den Lebensmittelfarbstiften geht das einfacher. Das war es eigentlich schon. Das Video zu Fondant verlinke ich euch auch mit in der Infobox. Und das Werkzeug, das ihr benötigt, das zeige ich euch einfach an der Stelle, an dem wir es verwenden. Und jetzt werden wir einfach mal loslegen. Als erstes bestreiche ich jetzt die Cupcake-Böden mit der fondant-tauglichen Creme, beziehungsweise bei mir jetzt mit der Ganache. Und da bin ich auch recht großzügig, da ich möchte, dass die Ganache eine Art Kuppel bildet, damit die Minions später ja so eine Art 3D-Gesicht haben und nicht nur ganz flach sind. Das heißt, ich nehme jetzt einfach ein ganz normales Buttermesser und bestreiche vorsichtig die Oberfläche mit der Ganache. Dabei gebe ich ganz wenig Ganache an den Rand und mehr Ganache in die Mitte, dass ich wie so eine Art Kuppel habe. Und dabei muss die Ganache auch gar nicht ganz glatt gestrichen werden. Das kann ruhig unregelmäßig sein, da wir die später, wenn der Fondant drauf liegt, noch mit der Hand angleichen können und ein bisschen formen können. Als nächstes machen wir aus gelbem Fondant die Gesichter. Fondant müsst ihr immer etwas weich kneten, bevor ihr ihn verwenden könnt. Das habe ich jetzt schon gemacht. Ich werde den Fondant auf einer Silikonmatte mit einem Silikonausrollstab ausrollen, denn dann klebt es einfach nicht so sehr. Ihr könnt aber auch nochmal etwas Bäckerstärke verwenden, damit es nicht so sehr klebt. Danach werden wir Gesichter ausstechen. Das könnt ihr mit einem Dessertring machen oder mit einem Glas oder wie ich jetzt hier mit einem Becher. Wichtig ist nur, dass die Kreise die richtige Größe haben. Der Becher ist jetzt etwas größer als meine Cupcake-Böden. Wie groß, das kommt einfach darauf an, wie hoch eure Kuppel ist. Bei mir ist jetzt etwas größer, aber nicht so groß. Und jetzt wird der Fondant erstmal ausgerollt. Wenn ihr den Fondant dann ausgerollt habt, nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn, dann nehmt ihr euch einfach euren Ausstecher und stecht euch die passenden Kreise aus. Jetzt nehmt ihr euch einfach einen Fondant-Kreis auf die Hand, ganz vorsichtig, und auch einen Cupcake-Boden und legt den Kreis einfach vorsichtig auf den Cupcake. Und jetzt könnt ihr einfach alle Seiten festdrücken, möglichst gleichmäßig.
Und hier könnt ihr auch noch richtig gut ausbessern. Und wenn ihr ihn dann überall festgedrückt habt, dann könnt ihr ihn einfach nochmal über die Handfläche streichen. So glättet ihr ihn einfach nochmal etwas und die Dellen verschwinden. Das ist der Vorteil daran, dass wir eben die Ganache da drauf gestrichen haben. Und jetzt ist euer Cupcake auch schon gelb und das machen wir jetzt einfach mit einem Cupcake. Als nächstes stechen wir die Augen aus. Dafür habe ich einfach weißen Fondant ausgerollt und zum Ausstechen könnt ihr entweder zum Beispiel ganz kleine Ausstecher verwenden, aber wenn ihr die nicht habt, auch die Rückseite von einer Tülle oder zum Beispiel einen Deckel. Ich habe hier jetzt die Rückseite von einer Tülle für die Minions mit einem Auge. Die ist nämlich relativ groß und für die Minions mit zwei Augen habe ich hier einen Deckel, damit die Augen einfach etwas kleiner sind. Und die stecht ihr jetzt einfach aus, je nachdem wie viele ihr mit einem Auge und mit zwei Augen haben möchtet. Und wenn euch das passiert, dass einfach das Auge in der Tülle stecken bleibt, dann könnt ihr einfach von oben den Fondant rausstechen, ganz vorsichtig. Oder einfach mal so ein bisschen lockern und schütteln, dann kommt das Auge auch schon wieder raus. Wenn ihr eure Augen ausgestochen habt, dann könnt ihr den Brillenrand formen. Dafür habe ich hier einfach grauen Fondant, den habe ich zu einer Schlange ausgerollt. Und bevor ich den jetzt um das Auge herumlege, befeuchte ich den Rand einfach mit etwas Zuckerkleber. Das Video zum Zuckerkleber, das verlinke ich euch auch einfach in der Infobox. Und jetzt könnt ihr einfach eure Schlange um das Auge herumlegen. Und jetzt müsst ihr nur das Stückchen, das übersteht, abschneiden. Das Ende hier könnt ihr auch noch mal etwas mit Zuckerkleber befestigen, müsst ihr aber eigentlich gar nicht. Und dann drückt ihr das einfach noch zusammen. Und dann nehmt ihr euch einfach euren Cupcake und könnt das Auge oben drauf legen. Und vorher noch etwas Zuckerkleber drauf machen. Aber so sieht das dann hinterher aus. Und mit dem Zuckerkleber hält das Auge dann auch richtig gut auf dem Cupcake. Und langsam kommen wir dem Ziel etwas näher. Als nächstes können wir die Brille fertigstellen. Dafür habe ich jetzt einfach braunen Fondant wieder zu einer Schlange ausgerollt und da schneide ich jetzt einfach Stückchen ab, immer zwei Teile für ein Riemchen. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen schätzen und später ja noch mal etwas abschneiden. Ich mache das hier übrigens mit einem Marzipanmesser, das geht nämlich richtig gut. Da bleibt dann nämlich auch nichts kleben. Und jetzt befeuchte ich einfach wieder die richtige Stelle mit dem Zuckerkleber so ein bisschen.
und dann können die Teile auch schon angeklebt werden. Ihr seht, steht das hier jetzt so ein bisschen über. Das könnt ihr einfach abschneiden. Und ich habe auch bewusst hier zwei Teile genommen. Das bringt einfach nochmal so ein kleines Detail, als wenn man jetzt einfach nur einen dicken Strang da legen würde. Und auf der anderen Seite einfach ganz genauso. Und dann ist die Brille auch schon fertig. Jetzt werden wir die Iris modellieren. Dafür nehme ich einfach dasselbe Braun wie für die Riemchen der Brille. Und da nehme ich mir jetzt einfach ein kleines Stückchen. Und das könnt ihr dann einfach zu einer Kugel formen. Und dann pudert ihr eure Finger am besten so, oder einen Finger am besten ein bisschen mit Stärke ein, damit ihr die Kugel jetzt flach drücken könnt. Sie dann aber nicht so sehr am Finger klebt. Und so habt ihr auch schon die Iris geformt. Die könnt ihr jetzt auch einfach ankleben. Wo soll er hingucken? Hier nach unten. Und da können wir dann gleich mit dem Lebensmittelstiften die Pupille aufzeichnen. Und für die kleinen Augen, also für die doppelten, da nehme ich einfach eine etwas kleinere Kugel und nehme die mir auch am Anfang gleich beide, damit ich abschätzen kann, ob die auch gleich groß sind. Und jetzt können wir die Pupille und den Mund aufmalen, einfach mit den Lebensmittelfarbstiften. Die haben übrigens eine dicke Seite mit einer ziemlich feinen Spitze, deswegen kann man damit auch relativ fein malen. Und eine dünne Seite. Und wie groß ihr die Pupille haben möchtet, das könnt ihr ja selber abschätzen. Und manchmal geht es auch ganz gut, wenn man so ein bisschen tupft einfach. Weil manchmal kommt keine Farbe raus und dann geht es so aber trotzdem ganz gut. Und hier könnt ihr natürlich ganz unterschiedliche Gesichter legen. Hier, der guckt ein bisschen vorbei. Und dann könnt ihr noch den Mund aufmalen. Da muss ich jetzt mal rumkommen. Einfach, ja, wie ihr möchtet, irgendwas. Ich werde die restlichen Cupcakes jetzt noch fertig dekorieren und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich schon auf eure Minion-Cupcakes. Ihr findet bestimmt jemanden, der diese kleinen gelben Helferchen liebt. Ansonsten könnt ihr natürlich analog auf dieselbe Weise auch andere Deko herstellen, indem ihr einfach Cupcakes mit Fondant dekoriert. Diese kleinen Minions, diese vielen kleinen Minions, gehen jetzt an die 5. Klasse meines Bruders und ich denke, die werden ziemlich gut ankommen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Tschüss! Sie wollte sagen, dass sie Hunger hat.